Moin Moin und herzlich willkommen bei mybodymind.de. Mein Name ist Dominik Barkow und heute reden wir über das Thema Kontrollverlust. Moin Moin und herzlich willkommen bei mybodymind.de. Mein Name ist Dominik Barkow und ihr seid auf dem Channel für ganzheitliche Gesundheit. Heute mal mit einem etwas anderen Format, nicht aus dem Gym wie gewöhnt, mit Licht und entsprechender Kleidung, sondern einfach mal aus dem Alltag. Denn ich habe gerade ein Thema, was ich in den letzten Tagen so ein bisschen durchgekaut habe und was auch in den letzten Tagen in den Coachings immer mal wieder akut war. Und ich denke, das ist ein Thema, was euch auch interessieren könnte, und zwar das Thema Kontrolle. Aus meiner Sicht ist das Thema Kontrolle wichtig, aber gleichzeitig auch eine Illusion. Und da würde ich ganz gern als erstes beginnen mit einer Anekdote aus meiner eigenen Geschichte. Ich selbst war früher sehr, sehr kontrollfanatisch. Ja, also ich habe ganz genau und ganz penibel schon für die ganze Woche geplant, wann gehe ich ins Fitnessstudio, welche Übung muss ich da genau machen, wie splitte ich meine Muskelgruppen auf. Dann später, als Probleme im Bereich der Verdauung dazu kamen, was muss ich essen, wann kann ich was essen, wie schaffe ich es, mir irgendwo Freizeit mit einzuplanen. Ich plane nach wie vor sehr, sehr gerne, aber ich plane und strukturiere inzwischen ganz, ganz anders, weil dieses Thema Kontrolle auf zweierlei Maßen hin dir sehr, sehr viel Energie raubt. Erstens raubt es dir sehr, sehr viel Energie, weil diese ganze Planung und alles kontrollieren zu wollen sehr, sehr kräfteraubend ist. Ja? Sich keinen Freiraum für Spontanität zu geben, sein ganzes Leben in ein Format zu pressen, ist sehr, sehr anstrengend. Und darüber hinaus wirst du immer wieder, egal was du machst, erfahren, dass Kontrolle de facto eine Illusion ist. Es gibt keine wirkliche Kontrolle. Ja, es ist ganz einfach beispielsweise erklärt anhand der Pandemie. Bist du Gastronom und hast gerade gesagt, hey, ich möchte expandieren, ich mache jetzt ein zweites, drittes, viertes Lokal auf, ich saniere meinen Innenbereich, was auch immer. Ja, scheiße gerade. Ne? Hat halt einfach in dem Fall das Schicksal so ein bisschen dagegen gespielt und das konntest du nicht kontrollieren. Ja? Du konntest schlecht sagen, okay, wäre schön gewesen, wenn ich nach China hätte fahren können und den Ausbruch der Pandemie hätte verhindern können. Ist aber sehr unwahrscheinlich. Genauso gut kann es sein, dass du Probleme im Alltag einfach hast. Ja? Warum soll es nicht sein, dass dein Partner morgen sagt, Mensch, den Nachbar fand ich schon immer attraktiver, ich will jetzt mit dem zusammen. Ja? Das ist so eine Sache, die will man nicht wahrhaben, aber passieren kann das Ganze. Und das lässt sich auf tausend Situationen runterbrechen. Ich selbst merke das jetzt, wo ich ein Kind habe, dass die Kontrolle beim Kind sehr, sehr schwierig ist. Das ist eine sehr herausfordernde Tätigkeit, weil beispielsweise die Erzieherin anrufen könnte und sagen könnte, Mensch, Herr Barkow, Ihr Sohn ist krank. Sie müssen den Tag umstrukturieren. Da hätte ich mir planen können, was ich will. Das plane ich natürlich nicht entsprechend mit ein. Und dahingehend könnte das natürlich in Stress ausbrechen. Muss aber nicht. Und da komme ich jetzt zum eigentlichen Casus Knactus. Das Thema lässt sich nämlich relativ gut in der Meditation trainieren. Viele Leute, die mit Meditieren anfangen, gehen gleich in diesen Bereich der Meditation und sagen, ich möchte mit Meditation ein gewisses Ziel erreichen. Da gibt es mehrere Ziele, aber das üblichste Ziel ist zu sagen, ich möchte entspannen, ich möchte meinen Muskeltonus runterbringen. Ja? Ich möchte einfach lernen, dass ich meine Zündschnur ein bisschen länger mache und nicht bei jeder Kleinigkeit auf die Palme gehe. Und die Leute, die dann so perfektionistisch veranlagt sind und mit diesem Ziel da reingehen, die scheitern häufig. Weil es beim Thema Meditieren primär nicht darum geht, einen gewissen Zustand zu erreichen, sondern sich selbst erstmal wahrzunehmen und zu beobachten. Ja, sowohl auf körperlicher Ebene, also das Sitzen tut mir weh, nach 5 Minuten fängt mein Rücken an weh zu tun, ich verkrampfe in den Schultern, ich verkrampfe im Nacken, oh, hier pocht irgendwas, was macht mein Herzschlag? Aber das Ganze auch auf mentaler Ebene. Oh, kommt eine Emotion, was mache ich mit der? Ja? Ist das Wut? Ist das Trauer? Ist das Stress? Was auch immer das sein mag. Ja? Oder auch zu merken, hey, ich schaffe es gar nicht, mich 2 Minuten auf die Atmung zu fokussieren. Ich schaffe es gar nicht, 3 Minuten still zu sitzen. Ja, ich bin in Gedanken immer bei einer Fantasie, die ich für die Zukunft habe. Oder ich gucke immer in die Vergangenheit zurück, statt im aktuellen Moment zu bleiben. Und das hat aus meiner Sicht sehr, sehr viel mit dem Thema Kontrolle zu tun. Denn wenn du glaubst, deine Meditation kontrollieren zu können,
Ja, dann bist du so ein bisschen auf der Schiene, wie ein afrikanisches Sprichwort sagt, das Gras wächst nicht schneller, wenn man dran zieht. Ja, also mit Kraft versuchen, einen gewissen Zustand herbeizuführen, das funktioniert in der Regel nicht. Und das kann man in der Meditation ganz gut lernen, wenn man die regelmäßig anwendet und da einfach merkt, okay, ich habe gewisse Zustände, es gibt gewisse Dinge, die ich nicht kontrollieren kann, beispielsweise eine Emotion, die hochkommt, ein Gefühl, was hochkommt, ein Schmerz, der hochkommt. Ich akzeptiere das einfach mal. Und im Übertrag auf dein eigenes Leben kannst du es dann beispielsweise auch langfristig schaffen zu sagen, hey, jetzt ist eine Situation, die konnte ich nicht vorhersehen, die habe ich nicht unter Kontrolle, aber ich mache das Beste raus und gehe entsprechend mit um. Ja? Ich hoffe, ihr habt meinen Gedankengang vollziehen können. Ich hoffe, der Wind ist nicht zu störend und ich hoffe, euch stört es auch nicht, dass ich jetzt nicht mein schickes Outfit anhabe, sondern so ein bisschen mehr in Street Clothes bin. Wenn euch so eine Art von Videos auch interessieren, ja, das wird nicht nur so eine Videos geben, aber ich würde gerne mal vielleicht hier und da so einen kleinen Snippet mit einbauen, dann lasst mich das gerne in den Kommentaren wissen. Was ist vielleicht eure Meinung zum Thema Kontrollverlust? Habt ihr da auch Erfahrungen gemacht? Wie sind da eure Erfahrungen? Alles gerne unten in die Kommentare oder mir privat schreiben. Ich finde das immer sehr, sehr interessant. Ansonsten könnt ihr so eine Art von Videos gerne auch bei YouTube angucken, aber auch natürlich bei Instagram und Facebook und meinen Kanal abonnieren, denn nur so werdet ihr über neue Videos zeitnah benachrichtigt. Haut rein und bleibt geschmeidig. Ciao.